Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier heute bei Ihnen zu sein, auch wenn ich Sie irgendwie ständig in meinem Rücken spüre. Ich habe gehört, dass Sie sich fragen, wie geht man eigentlich mit gesellschaftlichen Konflikten um als Verband? Wie schafft man es eigentlich, Gesellschaft Lust zu machen auf Visionen, auf Zukunft, auf zum Beispiel eine All-Electric Society? Und das scheint momentan eine ziemlich schwierige Frage zu sein, weil viele den Eindruck haben, dass die Gesellschaft gespalten sei oder auf dem Weg in die Spaltung, zutiefst polarisiert, in Lager, die einander nichts mehr zu sagen haben und dadurch auch gar nicht mehr in der Lage sind, über Zukunft zu verhandeln, sondern in Stillstand verharren. Und das wäre natürlich für einen Verband wie Ihren und für eine Zukunftsvision wie die Ihre das Schlechteste, was passieren könnte. Tatsächlich, wenn man sich so ein bisschen umguckt, über zu wenig Streit klagt gerade niemand, über zu wenig Konflikte klagt gerade niemand, sondern eher über zu viel Konflikte. Aber stimmt das eigentlich? Haben wir zu viel Konflikt und haben wir Polarisierung? Und ich glaube tatsächlich, diese Sorge können Sie, sag mal, an die Seite schieben. Die muss Sie gar nicht so sehr tangieren. Wir haben zwar viel Konflikt, aber keineswegs zu viel. Wir haben nicht so guten Konflikt. Und genau den brauchen wir. Wir müssen guten Streit, produktiven Streit haben, um tatsächlich über die Gegenwart unserer Gesellschaft und dann eben auch über ihre Zukunft zu verhandeln. Und warum das so ist, ich versuche Ihnen jetzt in den nächsten 10 Jahren erstmal zu sagen, warum wir nicht die Polarisierung fürchten müssen und nicht die Spaltung. Ja, wir machen das relativ schnell. Und danach versuche ich Ihnen zu sagen, warum Streit und Konflikt denn so wichtig ist, wenn man Zukunftsvisionen an den Mann und an die Frau bringen will. Und zum Dritten versuche ich, ein paar Tipps zu geben, wie man da hinkommen kann. Das ist so der Plan. Fangen wir mal damit an, warum haben wir keine gespaltene Gesellschaft, warum haben wir keine polarisierte Gesellschaft, sondern ich würde sagen, wir haben eine nervöse Gesellschaft vor uns. Eine Gesellschaft, die im Dauerstress ist durch vielfältige Krisen, denen sie ausgesetzt ist und das seit mittlerweile über 2 Jahrzehnten. Und das ist das Hauptproblem, das wir haben. Die Rede von der polarisierten oder der gespaltenen Gesellschaft, das ist ein Bild von Gesellschaft, in dem wir es mit 2 Lagern zu tun haben, an denen sich Positionen sammeln, und zwar an den Rändern des Meinungsspektrums, während dazwischen nichts mehr vorhanden ist. Also stellen Sie sich das vor, und mein Kollege Steffen Mau aus der Soziologie bemüht da immer ganz gerne die Zoologie und sagt, es sieht aus wie ein Trampeltier, die meisten von uns sagen Kamel dazu, aber richtig ist es ein Trampeltier mit 2 Höckern und dazwischen ein tiefes Tal. Um dieses Bild, damit das zutreffend ist, was müsste passieren? Wir müssten ein Set von Einstellungen in der Gesellschaft haben, die themenübergreifend auf den gegenüberliegenden Seiten des Meinungsspektrums vorhanden sind. Also von Migration bis hin zu technologischer Innovation müsste sich die Gesellschaft an den beiden Enden dieses Spektrums wiederfinden. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Wir sehen zwar in einigen Themen, und Migration, Integration ist eines der wenigen Felder übrigens, in denen wir es überhaupt haben, dass wir sehen, dass sich die Meinungen polarisieren, also in der Mitte ganz wenig und dann an den Rändern steigt es auf. In allen anderen Feldern ist das Gros der Bevölkerung irgendwo in der Mitte der Gesellschaft zu finden. Also nach wie vor die wunderbare glockenartige Normalverteilung. In der Mitte massieren sich die Positionen, an den Rändern nehmen sie ab. Es ist also ein Dromedar und kein Kamel, die deutsche Gesellschaft, wenn wir sie vor uns sehen. Von einer Spaltung kann dementsprechend nicht die Rede sein. Also alles wunderbar? Nee, wunderbar ist es auch nicht. Was ist jetzt noch ein Problem? Wenn Sie sich unser Dromedar vorstellen, hat unser Dromedar 2 Pickel bekommen, eins vorne und eins hinten. Das heißt, wir sehen, dass sich an den Rändern des Meinungsspektrums etwas tut. Es radikalisieren sich nämlich die Ränder. Die gab es schon immer. Klar, es gab schon immer eine Minderheitenmeinung, sowohl auf dem linken Spektrum als auch auf dem rechten Spektrum. Und hier verhärten sich die Positionen momentan und die Pole werden auch etwas kräftiger. Das ist ein vollkommen normales Symptom, wenn wir uns in Krisenzeiten bewegen. In der Krise greifen die Menschen zu alternativen Deutungsangeboten. Und diese Deutungsangebote, Sie sehen auch, dass Verschwörungstheorien zum Beispiel zunehmen in Krisen, die finden sich dann eben an den Rändern des Meinungsspektrums. Deswegen sehen wir diese Radikalisierung, aber die sind klein. Das Gros ist in der Mitte. Warum haben wir dann trotzdem den Eindruck der polarisierten und gespaltenen Meinung? Das hat was mit diesen Rändern zu tun. Denn diese Ränder steuern den Eindruck von Polarisierung. Wie machen sie das? Die Ränder sind sehr lautstark. Und die Ränder emotionalisieren die Debatte. Das heißt, was von den Rändern kommt in den großen Gegenwartsfragen, ist nicht faktengetrieben und sachgetrieben, sondern es ist emotionsgetrieben. Es wird häufig mit dem Untergang von Gesellschaft, mit der Zukunftsangst, mit dem Ende von allem, was immer war und gut war, beschrieben. Und das
triggert dieses Gefühl, dass wir uns in einer polarisierten Lage befinden. Das ist nicht so, aber es verschlechtert die Art, wie wir miteinander über Gegenwart und Zukunft sprechen. Und das ist das, was wir als Polarisierung erleben. Fachwissenschaftlich nennen wir das dann eine affektive Polarisierung. Also die Themen, das Spektrum der Meinung ist zwar eher mittig, aber die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, ist nicht mehr eigentlich über die Themen, sondern emotional getrieben, mit großen Ängsten, dementsprechend auch mit großer Ablehnung, mit Abwertung häufig des anderen. Und das ist ein Riesenproblem. Auch darum müssen wir uns kümmern, denn selbst wenn wir gemäßigte Meinungen haben, müssen wir sie auch in einer Art und Weise transportieren können in der Debatte, dass wir überhaupt noch miteinander reden mögen. Und da kommen jetzt die Studien und sagen, ja, genau, da ist auch ein Problem. Tatsächlich reden wir nicht mehr miteinander, wir reden übereinander. Also Sie hier in Ihrer kleinen Normierungsblase, nenne ich das jetzt mal, auch wenn Sie natürlich sehr heterogen sind, Sie haben heute wahrscheinlich tolle Gespräche miteinander gefühlt, Sie haben Buddy-Momente gehabt, also sozusagen Teambildung, all das hat bei Ihnen wunderbar geklappt. Aber wenn ich Ihnen jetzt eine Gruppe hier reinsetzen würde, die aus einem ganz anderen Bereich der Verbände kommen würde, würden Sie mit denen wahrscheinlich kein Wort reden oder erst nach mehreren erfrischenden Kaltgetränken am Abend. Das ist das Problem. Und das können wir auch in der Forschung tatsächlich zeigen. Also Kommunikation, öffentliche Auseinandersetzung zwischen den sozialen Milieus, zwischen den unterschiedlichen Gruppen, nimmt nach und nach ab. Aber innerhalb der eigenen Gruppe, innerhalb des eigenen Milieus, bleibt sie hoch. Wenn Sie Menschen danach fragen, zum Beispiel, wie sieht es denn aus, kommen Sie gut zurecht, wie sieht es um den Zusammenhalt aus, dann sagen die immer, bei mir ist alles wunderbar, aber insgesamt in der Gesellschaft ist alles schlecht. Das ist genau dieser Eindruck, man redet nicht mehr miteinander, sondern meistens negativ übereinander. Da müssen wir wieder raus. Warum müssen wir da wieder raus? Weil tatsächlich Konflikt und Streit, so ungern man das auch hört, das Fundament von Demokratie sind. Es geht nämlich nicht darum, dass wir immer im Konsens zueinander finden und so lange argumentieren, bis wir alle einer Meinung sind und dann machen wir das einfach so. Tatsächlich funktioniert Innovation in der Demokratie genau andersrum. Es gibt etwas, das wir schon immer so gemacht haben und irgendjemand sagt dann, das ist ehrlich gesagt eine ziemlich dumme Idee, wir sollten es ganz anders machen. Das heißt, über den Konflikt. Und warum ist das so? Weil im Konflikt erst die Möglichkeit entsteht, dass wir es anders machen und auch die Möglichkeit besteht zu sagen, nein, ich sehe das anders. Das ist die Freiheit, die der Demokratie zugrunde liegt. In der Demokratie sollen wir uns alle gleich und gleichmäßig an der Meinungs- und Willensbildung beteiligen. Und das heißt eben nicht, dass wir die ganze Zeit einer Meinung sein müssen, das würde nämlich die Demokratie ziemlich erledigen, sondern es heißt im Grunde genommen, dass wir alle immer in der Lage sein sollten, Nein zu sagen. Wir sehen es anders. Und am Ende wird aus diesem Nein dann manchmal eine Mehrheit von Neinsagern und dadurch ein Ja. Das ist der Kern der Demokratie. Und das ist der Kern, wie wir auch zu Innovation kommen. Das schaffen wir aber nur, wenn wir immer das Vertrauen ineinander haben, dass selbst wenn wir ganz anderer Meinung sind, selbst wenn wir sogar denken, dass der andere gerade manifesten Blödsinn redet, am Ende irgendwie zu einer temporären Einigung kommen, das nennen wir Kompromiss, der es wert ist, dass wir bei der Stange bleiben. Und das gerät eben so ein bisschen ins Rutschen, wenn wir in diese affektive Polarisierung hineinkommen, wenn wir nicht mehr miteinander reden, sondern zuallererst mal übereinander und da ohnehin der Meinung sind, dass die anderen eigentlich es gar nicht wert sind, dass wir sie mit einbeziehen. Was können wir jetzt tun, um das zu verbessern? Ich gucke mal auf meine Uhrzeit, auf alle Fälle immer auf die Uhrzeit achten. Wir können ein paar Dinge machen. Das Problem, warum die meisten von Ihnen wahrscheinlich erstmal der Meinung sind, Konflikt und Streit ist eine unangenehme Sache, ist, dass der Streit oder Konflikt ein Problem hat, das wir ihm auch nicht aberziehen können. Und das heißt, Konflikt und Streit neigt zur Radikalisierung, sagen wir. Also wenn man einmal anfängt, und Sie alle haben vielleicht auch im Privaten einen Partner, Kinder oder andere, mit denen Sie ganz gerne streiten, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Man fängt an damit, dass der eine vielleicht die Zahnpasta zusammenrollt, der andere aber immer vorne drückt. Das ist ein ewiges Ärgernis, auch das schafft man nicht irgendwie auszuschalten, alle Normierungen zu trotz. Damit fängt es an. Als nächstes geht es um die Socken, als drittes um das Auto, das falsch gefahren wird und am Ende sozusagen ist die Beziehung eigentlich ad acta gelegt, weil die andere Person jemand ist, mit dem Sie überhaupt nicht mehr können. Das ist dieses inhärente Problem. Sie fangen an mit einem kleinen Teil, das Sie kritisieren und es greift über in immer weitere Probleme. Und wenn man einmal nicht aufpasst, greift es über auf die andere Person und dann geht es schon lange nicht mehr um die Zahnpasta, sondern geht es nur noch um die andere Person. Das können wir dem Streit nicht abgewöhnen. Der hat das in sich.
Und deswegen ist der auch so anstrengend, weil wir immer darum ringen, und im Privaten ist uns das häufig mehr wert, da strengen wir uns auch mehr an. Wir ringen immer darum, dass wir am Sachthema bleiben. Wir ringen immer um die Kompromisse, und sei es, dass wir die zweite Zahnpasta kaufen. Das alles kennen Sie schon. Und genau das gleiche Problem haben wir im Politischen auch. Unsere Gesellschaft hat Regeln, Verfahren aufgebaut, damit wir das schaffen. Also denken Sie zum Beispiel an Gerichte, die sind nichts anderes als eine Möglichkeit, wenn Ihnen im Streit jemand dumm kommt, dann können Sie hinter Ihre Rechte einklagen. Sie können also verhindern, dass Sie, wenn Sie verlieren, Sie unterliegen in einem Streit, Ihnen gleich noch Ihre Rechte weggenommen werden. Oder denken Sie an sowas wie die institutionalisierte Opposition, die ist auch das. Sie haben das Recht, in einen Streit einzutreten, es gibt Regeln, was Sie tun dürfen, es gibt Regeln, was Sie nicht tun dürfen. Tja, aber wie gelingt es uns jetzt, dass wir wieder besser streiten? Denn das alles gibt es ja schon und trotzdem klappt das irgendwie mit dem Streit gerade nicht so wunderbar. Das eine ist, dass wir tatsächlich wieder selbstsicherer daran werden müssen, in den Streit hineinzugehen. Und das fällt uns schwer. Gerade wenn wir den Eindruck haben, dass ganz viele nicht mehr gut streiten, dass sie nicht am Thema bleiben, dass sie eher auf die Person gehen, dass sie uns beleidigen oder dass sie sagen, was willst du denn für einer? Sie kennen das alles, ich werde jetzt hier keine 1000 Beispiele bringen, Sie wissen, wovon ich rede. Fällt es uns häufig leichter, uns wegzudrehen und gar nicht mehr in die Auseinandersetzung zu gehen. Das Problem ist, dass wir dabei natürlich aber die Streitkultur eher noch mehr schwächen, anstatt sie zu stärken. Was können wir also machen? Es gibt verschiedene Dinge. Das erste ist, dass wir versuchen, nicht denjenigen, die uns direkt beleidigen, aber all denen, die drumherum stehen, also diejenigen, die sich eher als Zuschauer in einer solchen Situation zeigen, dass wir denjenigen immer noch ein Angebot machen. Mit ihnen können wir uns auseinandersetzen. Das zweite ist, dass wir unsere politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten daran erinnern, dass auch sie eine Verantwortung für Streit tragen und dass wir sie daran gemahnen, dass sie sich vielleicht eines anderen Sprachgebrauchs befleißigen könnten, wenn sie über ihre politischen Gegner herziehen. Da haben wir gerade in den letzten Monaten und gerade, wenn es um technologische Innovation und die Zukunft technologischer Innovation geht, ein paar Tiefpunkte politischer Debatte erlebt. Das ist etwas, wo wir alle mitwirken können, dass es nicht so weitergeht. Das Letzte ist, dass wir den Streit tatsächlich inszenieren. Wir haben uns alle effektiv das Streiten so sehr abgewöhnt, dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen, wie genau es geht. Und dabei hilft es, wenn wir wieder zeigen, dass Streit richtig Spaß machen kann. Streiten über die All-Electric Society und was sie wirklich bedeutet. Streiten über die einzelnen Merkmale und wie man sie umsetzen kann. Wenn wir zeigen, dass dieses Ringen um Argumente und darum, die bessere Alternative zu haben, tatsächlich Freude machen kann, sowohl das Gewinnen als auch das Verlieren, das Kaltgetränk danach wartet ja immer, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Also den Streit so ein bisschen aus der Schmuddelecke wieder rausholen, aus der roten Stopphand, die viele von Ihnen, die Kinder haben, vielleicht kennen, nicht? Die Stopphand auf gar keinen Fall will ich nicht, ich gehe jetzt raus. Zeigen, dass es eine ausgestreckte Hand sein kann, in der man sogar am Streiten Spaß haben kann. Streit sichern eigentlich. Streit braucht Sicherheit. Wenn ich gesagt habe, das eine, was wir nicht gerne mögen, ist, das mit Leuten uns auseinanderzusetzen, die uns ohnehin schon feindlich begegnen, ist das ja noch die, sag mal, angenehmere Variante. Wie können wir aber sicherstellen, dass im Streit nicht auch noch zur Gewalt kommt? Also Streit muss sicher für uns sein. Wir müssen uns trauen können zu streiten. Und das heißt eben, dass wir schon relativ nicht nur früh sozialisieren müssen, sondern dass wir auch dafür sorgen müssen, dass es jederzeit einen Ausweg aus dem Streit gibt. Und es heißt auch, Streit sichern, dass wir auch für die existenzielle Grundlage sorgen. Warum streiten wir so schlecht? Warum haben wir affektive Polarisierung? Weil wir von lauter Krisen geschüttelt sind, weil die Menschen unsicher sind. Und wer unsicher ist, wer Angst hat, dass ihm etwas weggenommen werden könnte, der stellt sich nicht mehr offen in den Ring und sagt, kein Problem, nimm doch noch mehr, sondern der wird sich eher abschotten. Hier geht es darum, wieder Sicherheit zu vermitteln, es kann nichts passieren, auch wenn du unterliegst. Und das Letzte, wenn aus dem Streit der Kampf wird, wenn man tatsächlich nur noch das Gegenüber beleidigt, dann ist es jederzeit geboten, den Streit zu verlassen, aber deutlich machen, dass wenn der andere auf den Boden des Streits zurückkehrt, man auch wieder bei ihm ist. Und ganz zum Schluss etwas ganz Basales, das wir aber alles gut machen können. Man muss Nachsicht mit sich und anderen haben und ein wenig Geduld, und das hilft uns sehr beim Streiten. Und dann habe ich etwas vergessen, was ich genau weiß, was hier drin steht, und das sage ich Ihnen jetzt, ist mein Postskriptum. All das, was ich gesagt habe über die Unmöglichkeit oder die Möglichkeit, über die Zukunft zu streiten, gilt auch mit Blick auf technologische Innovationen
und Zukunftsvision. Tatsächlich habe ich im Vorgespräch gehört, dass eine große Sorge da ist, dass die Deutschen technikskeptisch sein könnten. Und ich habe mir daraufhin die Mühe gemacht und habe mir die Daten angeguckt. Und jetzt werde ich mit einer wunderbar optimistischen Nachricht schließen. Stimmt überhaupt nicht. In den letzten 5 Jahren im Mittel ist die Technikskepsis unter den Deutschen immer mehr gesunken, immer mehr haben eine positive Einstellung zur Technik und sie glauben, dass Technik ein Problemlöser und kein Problemverursacher ist. Aber, und das ist auch eine gute Nachricht, sie sind auch technikkritisch. Das heißt, sie glauben, dass es ambivalente Aspekte von Technik gibt. Das ist aber genau das, was man braucht, wenn man über die Zukunft diskutieren will. Wir brauchen Kritiker, ansonsten gibt es ja nichts, worüber wir streiten könnten. Vielen Dank.